Hallo, grüß euch, servus und heute mal wieder zurück bei Thomas Klein Consulting. Möchte ich das Thema Bausparer ansprechen. Ich war heute zum ersten Mal, ich glaube seit Jahren, mal wieder bei meinem Bankberater, bei der guten alten Sparkasse, bei der ich auch schon seit Geburt an bin, ja, so richtig schön traditionell. Und so lokale Sparkassen, Vermögens-, Volksbanken und so weiter, Raiffeisenbanken und so weiter, ist ja gar nicht so verkehrt, wenn man da ist. Ne? Und vielleicht bei ein paar gleichzeitig noch besser. Und besser wie bei so Credit Suisse oder sowas. Ne? Ups. Ja. Und da ist mir aufgefallen, ich hatte komplett vergessen, dass ich seit über 20 Jahren einen Bausparer habe laufen lassen. Da wird immer so 120 Euro eingezahlt. Früher waren es sogar noch weniger. Und da war jetzt auch nicht sonderlich viel Geld drauf. So 14.000, 15.000 Euro oder was. Aber ich mir gedacht, ja, das ist mir komplett entfallen, dass es diesen überhaupt gibt. Und dann habe ich gedacht, ja, löse ich das halt mal auf. Was bekomme ich denn da überhaupt für Zinsen und für ein Zeug? Dann hat er mir das mal ausgerechnet. Ja, so 1,5% insgesamt und 1,4 und irgend sowas halt, ja. Also weit unter der Inflation. Und das war lustig. Dann bin ich rein und dann das Erste, was er gemacht hat, mir versucht zu verkaufen, den Bausparer ja noch weiterhin zu besparen. Ja, denn das wäre eine garantierte Rate von 1,4% oder 1,5% Verzinsung, ja. Und die Zinsen würden ja auch sehr bald wieder fallen, ja. Und dann hätte ich hier aktuell, habe ich mal kurz das Wort, Stichwort Inflation genannt. Dann sagt er, ja, aktuell haben wir bei der Inflation ja eine 3 vorm Komma. Ne? Nicht so, okay, eine 3 vorm Komma, okay. Und also mal gleich vorweg, der Bankberater ist ein super netter Typ, bin ich wirklich davon überzeugt, aber es wird noch besser. Dann, okay, und dann hat er eben mir versucht zu verkaufen, dass ich den noch weiter behalten würde, so als eiserne Reserve, die einfach immer Geld verdient, also Zinsen bekommt, so 1,5% und die Zinsen würden ja wieder fallen und wenn die Zinsen mal wieder auf Null fallen, dann hätte ich ja da sogar mehr wie die Nullzinsen und so weiter. Und letztendlich, ja, weiß natürlich, weil ich auch beim gleichnamigen Berater auch meine ganzen Geschäftskonten habe, ja, zumindest meine hauptsächlichen Geschäftskonten habe ich dort und also meine ganze Selbstständigkeit läuft quasi über ihn und er weiß, ich bin selbstständig, ja, und er rät mir, diesen Bausparer unbedingt beizubehalten. Also ich will einfach mit dem Beispiel einfach nur sagen, dass wir letztendlich, und da habe ich gesagt, Herr XY, ja, ich lege Ihnen 100 Euro auf den Tisch, jetzt sofort, und ich wette mit Ihnen, dass egal wohin die Zinsen jemals gehen werden, die 1,5%, die ich hier Zinsen bekomme auf den Bausparer, niemals die Inflation schlagen werden. Ja, und so weiter. Und Sie wissen doch, dass ich selbstständig bin. Glauben Sie nicht, dass ich in der Selbstständigkeit dieses Geld besser investieren könnte, als wie mit einer 1,5%igen Verzinsung? Also, dass ich da, egal was ich eigentlich mache, wenn man mal jetzt meinen Rekord anschaut, was ich die letzten Jahre verdient habe, eigentlich auf definitiv, egal was ich da investiere, eigentlich schon besser wie 1,5 Return bekommen könnte. Okay. Also, das wusste er natürlich alles. Hat trotzdem versucht, mir zu verkaufen, diesen Bausparer weiter zu behalten. Und was ich damit nur sagen will, es ist letztendlich nicht der Fehler dieses Beraters. Der macht auch nur seinen Job. Da kommt er auch nicht raus. Es ist ein Systemfehler. Es ist quasi systemisch bedingt, dass er mir das so verklickern muss. Ja? Er ist nur ein ganz kleines Rädchen von diesem kompletten System. Und letztendlich die einzigste Art und Weise, wie du da jemals irgendwie rauskommst, ist, indem du dir unabhängige Coaches und Berater suchst, die dort eben sich auf diese Themen Vermögensbildung und diese gleichen Dinge einfach oder Unternehmertum, Selbstständigkeit, Investitionen und so weiter alles spezialisiert haben, die auch quasi Know-how haben, also nicht irgendwelche Coaches, die erst gestern angefangen haben, sondern am besten mit einem langen Track Record und die letztendlich nur eins im Ziel haben, dass du dein Vermögen vermehrst, ja, und aus diesem System heraus sind, also die für keine
größere Versicherung oder Bank oder auch kleinere Bank oder Versicherung arbeiten, sondern nur für sich selbst. Ja? Oder auch sogenannter Honorarberater, wenn du etwas mehr Vermögen hast. Aber ich finde es halt einfach hier mal als Beispiel so krass, so ein krasses Beispiel, dass letztendlich, und dann sagte er, naja, das ist halt so, wenn Sie das langfristig sehen, haben Sie da halt immer safe 1,5% Zinsen, die Sie da bekommen. Und dann hat es mir auch gereicht, dann habe ich auch diese Sache mit dieser Wette, mit diesen 100 Euro und dann war Schluss mit der Argumentation. Weil gerade langfristig ist dieser Bausparer, egal wie viel oder wie wenig Geld da drauf ist oder angespart wird, wenn es nur 100 Euro im Monat sind, ist egal. Aber gerade langfristig ist dieser Bausparer mit 1,5% Zinsen im Jahr ein Garant, ein garantiertes Verlustgeschäft. Und zwar massiv. Das heißt, mein Geld, welches ich da einspare, wird garantiert mit einer 100%igen Garantie weniger wert. Und dies als mir als Lösung für egal was, also zum Vermögensaufbau, was anderes würde ich ja nicht erwarten vom Bankberater. Ja? Mir dies als Lösung zum Vermögensaufbau in irgendeiner Art und Weise versuchen zu verkaufen, ist eigentlich nicht nur, ist eigentlich im Grunde wie soll ich das sagen? Unseriös, eigentlich eine Frechheit, ja, und eigentlich, eigentlich fast schon schädigend, eigentlich, ja. Und nochmal, das hat nichts mit dem Berater zu tun, es hat auch nichts mit der Institution zu tun. Die sind alle nur Teil des größeren Systems. Ja, muss ich ganz, ganz deutlich sagen. Ich finde, es sind alles nette Menschen bei uns, ja, hier im Umfeld, die ganzen Bankberater und so weiter. Deswegen wollen ja auch alle nach Bayern, ja, weil es hier einfach cool ist und weil es hier coole Leute gibt, überwiegend. Aber es ist einfach nur deswegen auch ein bisschen traurig, weil einfach sehr, sehr viele Leute, auch ältere Leute, aber auch jüngere, die halt sich nicht informieren und die einfach genau immer noch das glauben, was der Arzt, der Bankberater und der Anwalt und der Steuerberater und so weiter sagen, ja, und nicht genau unter die Lupe nehmen, ja, was sagen die da, also ich bin da eigentlich fast schon ein bisschen sprachlos, ich weiß gar nicht, was ich in diesem Video eigentlich noch sagen soll, ja, weil letztendlich wird man da ja letztendlich zum Vermögensverlust animiert oder motiviert, ja, also so funktioniert ja nicht Vermögensaufbau. So funktioniert nicht Wohlstand. Ja? Und letztendlich geht es da eigentlich nur darum, dass man spart und einen Zinssatz bekommt, der vielleicht zweimal, dreimal, viermal, fünfmal unter dem Zinssatz liegt, wo die Bank dann für sich Investitionen wiederum tätigen kann. Ja? Also du kriegst 1,5%. Und die legen aktuell das irgendwo in Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen oder irgendwas für 5% an. Und wenn die wieder sinken, die Zinsen, dann wird es halt wieder woanders angelegt oder woanders in irgendwelche Geschäfte oder was weiß ich. Und das wollte ich dir einfach nur mal nahelegen. Und selbst wenn du Angestellter bist, sehe dich immer als Selbstständiger. Also sehe dich immer, selbst wenn du Angestellter bist, immer als Unternehmer im Unternehmen. Und wenn du Selbstständiger bist, dann bist du sowieso selbstständig und dann würde ich auch da logischerweise sowieso nie auf irgendwelche solchen 1,5%-Dinger halt irgendwas ansparen und schon gar nicht langfristig. Klar, kurzfristig, Liquidität oder was auch immer, aber bei so einem Bausparer hast du eine Kündigungsfrist von 3 Monaten. Also das ist jetzt für mich nicht unbedingt kurzfristige Liquidität. Ja? 3 Monate ist eine lange Zeit, wenn du irgendwie, keine Ahnung, hast eine Steuernachzahlung, dies, das, jenes, dann musst du es innerhalb von einem Monat oder von einer Woche oder von ein paar Tagen, musst du das Geld da sein. Ja? Also es ist weder kurzfristig liquide zur Verfügung, noch langfristig eine akzeptable Verzinsung, also Rendite. Und so gesehen, schau, dass du all deine Bausparer einfach kündigst. Ja? Okay, bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Ciao.